Herzlich willkommen in einem weiteren Video im Modul 5, das sich mit dem Teilen von Lernergebnissen und Lernprozessen beschäftigt. Teilen und Schenken stellen ganz grundsätzlich Prozesse sozialer Interaktion dar, die eine wichtige Rolle im Kontext des Zusammenlebens spielen. Sie haben im vorangegangenen Video gehört, was Teilen ganz allgemein mit Bildung zu tun hat. Wir wollen uns in diesem Video damit beschäftigen, wie sich Teilen unter den Bedingungen der Digitalität verändert hat und ganz besonders, wie Sie Lernergebnisse Ihres Draußen-Lernen-Settings teilen können. Nicht weniger spannend ist auch die Frage, warum es überhaupt von Bedeutung ist, Lernergebnisse zu teilen. Ich möchte Ihnen auch in diesem Video wieder drei praktische Beispiele zeigen, wie Sie digital gestützt Ihre Draußen-Lernen-Ergebnisse teilen können. Sharing is caring. Teilen im Zeitalter der Konnektivität. Wir leben in einer sehr vernetzten Welt und vernetzen das Vernetzbare. Diese Vernetzung löst teilweise alte gesellschaftliche Strukturen auf und ermöglicht neue Kommunikationsmöglichkeiten. Erst mit dem ganzheitlichen Blick auf die Digitalisierung, besonders im Bereich sozialer Interaktion, ergeben sich spannende Potenziale auch für den Bildungsbereich. Und hier sind wir beim Thema Teilen angelangt. Um dieses Teilen hier noch einmal aufzugreifen, habe ich Ihnen drei Thesen mitgebracht, die Ihnen dabei helfen können. Sharing is caring. Diesen Ausspruch haben Sie bestimmt schon einmal gehört oder gelesen. Was ist daran im Zeitalter der Digitalität von Bedeutung und vor allem, was haben die Einzelnen davon? Man könnte ja auch sagen, ich habe so viel Energie in dieses Lernprodukt gesteckt. Warum sollte ich das nun allen zur Verfügung stellen? Drei Thesen, die Ihnen dabei helfen sollen. These 1. Wenn ich jemandem etwas mitteile, erhöht das auch das eigene Verständnis, weil ich gezwungen bin, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Ich versuche zu vereinfachen, in Beziehung zu setzen, zu überdenken, einen Zugang zu finden und dadurch konstruiere ich neues Wissen. Der Lernen durch Lehren-Ansatz, der grundsätzlich nicht neu ist. Neu sind hier die Möglichkeiten des Teilens oder Mitteilens, die uns diese vernetzte Welt bietet. These 2. Komplexe Aufgabenstellungen lassen sich gemeinsam besser lösen. Warum ist das so? Je diverser eine Gruppe ist, desto mehr Vorstellungen, Erfahrungen oder mögliche Lösungen treffen aufeinander. Wenn Lernende gemeinsam experimentieren, ausprobieren und darüber nachdenken, ist es auch möglich, einen ganzheitlichen Blick zu haben. Vielfalt ist hier sehr wertvoll. Diese Vielfalt kann durch Kollaboration gefördert werden. These 3. Wenn Lernende ihre Lernerfahrungen teilen, werden sie unverweigerlich mit Feedback konfrontiert. Feedback intensiviert die kritische Auseinandersetzung mit einem Thema. Nur so ist ein reflexiver Lernprozess möglich. Auch hier bietet uns die vernetzte Welt zahlreiche Möglichkeiten, wie wir Feedback einhören können. Mehr dazu später. Wie können Lernergebnisse online geteilt werden? Social Media als Chance. Die zentrale Frage in diesem Video lautet: Wie können Sie beim Draußenlernen Wissen teilen bzw. teilen lassen? Vielleicht haben Sie schon Ideen im Kopf, wie und wo Sie Ihre Materialien, Gedanken oder Lernsettings teilen oder teilen könnten. Dann teilen Sie diese doch gerne im Forum im Kurs. Wenn nicht, so habe ich einige Beispiele mitgebracht, die Sie zum Teilen animieren sollen und auch Wege aufzeigen können, wie Ihre Lernenden Ergebnisse
oder Teilergebnisse in der Gruppe teilen können. Soziale Netzwerke sind hier besonders geeignet. Ich möchte sie daher als eine Möglichkeit für das Teilen und Vernetzen mit ins Spiel bringen. Der Jugend-Internet-Monitor verrät jährlich, wie unsere Jugendlichen von 11 bis 17 Jahren kommunizieren und vor allem, wo sie kommunizieren. Sie finden den Jugend-Internet-Monitor auch im Kurs. Es zeigt sich deutlich, es gibt einen Trend zu asynchroner Kommunikation in den sozialen Netzwerken. Beliebt sind die unterschiedlichen Messenger-Dienste. Warum diese also nicht für die pädagogische Arbeit beim Draußenlernen nutzen? Natürlich immer nur dann, wenn Sie den Datenschutz geklärt haben und Ihre Lernenden dazu idealerweise schriftlich informiert haben. Öffentlich teilen, Social-Media-Kanäle zum Austausch und zur Vernetzung. Eine weitere Frage. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, selbst einen Social-Media-Account über Ihre Tätigkeit als Pädagogin oder als Pädagoge zu eröffnen? Was macht das mit Ihnen als Pädagogin oder Pädagoge? Und vor allem, welche Prozesse eröffnet das für Ihre Arbeit beim Draußenlernen? Das Veröffentlichen von Materialien, zum Beispiel Fotos, Texten, Verlinkungen, führt dazu, dass Sie sich auf einen Diskurs einlassen. Und genau dieser Diskurs ist im Sinne der grünen Pädagogik wiederum wertvoll für einen multiperspektivischen Blick. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen führt zu einer wertvollen Wissenskonstruktion. Unterschätzen Sie auf Social Media auch nie die Möglichkeit der intensiven Vernetzung mit Kolleginnen, Partnerinstitutionen oder Lernenden. Lernen voneinander und miteinander soll Sie in den sozialen Medien begleiten. Wenn Sie hier schon Erfahrungen dazu haben oder diesen Kurs zum Austausch oder zur Vernetzung nutzen möchten, so freuen wir uns über Ihren Eintrag im Forum. Wir haben außerdem spannende Social-Media-Kanäle fürs Draußenlernen verlinkt. Teilen innerhalb einer Lernendengruppe. Wieder einmal das Online-Board. Teilen muss nicht immer heißen, öffentlich zu teilen. Auch innerhalb der Lernendengruppe ist für die Einzelnen gewinnbringend und für den Lernprozess wertvoll. Es ist wertvoll, Ergebnisse oder Teilergebnisse zu teilen. Damit wird ein kollaborativer Prozess in Gang gebracht. Wir haben darüber ja bereits im Modul 1 gehört. Zum Teilen innerhalb einer Lernendengruppe eignen sich die beim Aktivieren kennengelernten Online-Boards sehr gut. Im Sinne einer visuellen Kommunikation eignet sich hier besonders das Tool Padlet, weil Sie hier die Möglichkeit haben, Zusammenhänge darzustellen, Dateien zu verlinken oder direkt etwas zu speichern. Die Kommentarfunktion ermöglicht den zuvor angesprochenen reflexiven Feedback-Prozess. Auch hier haben wir für Sie ein Board angelegt, wo Sie gerne teilnehmen dürfen. Ein weiteres Beispiel zum Teilen innerhalb einer Lernendengruppe ist die Messenger-Gruppe. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, für Ihre Lernendengruppe eine Messenger-Gruppe einzurichten? Nicht nur, um sich mitzuteilen, wo und wann ein Treffpunkt ist, sondern auch, um Wissen zu teilen. Wichtig ist dabei natürlich, dass Sie klare Regeln festlegen und dass Sie sich bereit erklären, die Gruppe auch zu moderieren. Eine Möglichkeit wäre auch, Lernende zu Moderatorinnen zu machen. Im Kurs finden Sie wertvolle Beispiele für Messenger-Dienste und auch den genannten Jim-Monitor. Es ist auch wichtig, rechtlich sicher zu teilen. Was müssen Sie rechtlich beachten, wenn Sie online etwas teilen? Dazu braucht es einen umfassenderen Blick auf das Teilen. Gehen wir von folgendem Idealbild aus. Wir haben gehört,
Lernen ist ein individueller und sozialer Prozess, in dem die Lernenden Wissen mittels Konstruktion und Aneignung entwickeln. Grundlage dafür ist die aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten. Es braucht daher Materialien, die eine Freiheit für das individuelle Lernen bieten. Materialien sollen bearbeitbar, veränderbar und kombinierbar sein. Und hier kommt ein wichtiges Thema ins Spiel. OER, Open Educational Resources oder auch freie Bildungsmaterialien. Die eigentliche Idee fußt auf einem urheberrechtlichen Trick, der sogenannten freien oder offenen Lizenz. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie rechtlich sicher und offen Materialien teilen können, empfehle ich Ihnen den MOOC OER Nutzen und Erstellen. Meine Fragen an Sie lauten: Haben Sie schon einmal eine Lernerfahrung digital geteilt? Welchen Unterschied zum Teilen in analoger, herkömmlicher Form können Sie erkennen? Gab es für Sie einen Mehrwert? Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Teilen, denn Lernen versteht sich als Prozess der Zusammenarbeit und des Austausches mit anderen und der Umwelt.